Recht herzlich willkommen zur 109. Folge von City Skylines. Ja, wir hatten letztes Mal zum Schluss noch ein Bild gesehen, wo wir keinen Strom hatten. Das war hier. Aha, da müssen wir da uns um den Strom noch kümmern. Lass uns mal, hatte ich auch noch zum Schluss, glaube ich, umgeschaltet hier in diese Perspektive. Also wir müssen entweder eine Verbindung hierhin haben oder eine Verbindung dahin haben. Oder aber wir sagen ganz einfach, hier kann sowieso nichts gebaut werden, da können wir Windkraftwerk. Ja, Windkraftwerken, ne? Windkraftrad hinbauen. Und schon, siehe da, verbinden wir das. Auf der Seite wird es wahrscheinlich dann genauso wenig gehen. Hier ist natürlich eine Top-Stelle eigentlich, um da 4 Stück hinzumachen, ne? Geht das da auch? Ja. So. Jetzt haben wir da ganz viel Strom, aber... Hier ist noch eine schicke Straße, die noch das eine mit dem anderen verbindet. Kriege ich aber leider kein Windkraftwerk dazwischen. Mhm. Also, ein paar haben ja schon Strom durch diese 2 Windkrafträder. Also ist das nicht das Problem. Jetzt müssen wir nur größer werden. Ja komm, dann ziehen wir hier noch so ein paar kleine Straßen da irgendwo hin. Eigentlich will da ja gar keiner wohnen, ne? Weil da die Autobahn ist. Das würde bedeuten, minimaler Bedarf ist ja auch an Industrie. Also machen wir hier ein ganz kleines Industriegebiet hin. Ja. So. So. Und... So. Ja, komm, wir machen noch diesen Tacken auch noch länger, dann passt's. Und hier können wir dann noch. Könnten wir aber, das Sinn macht. Machen wir. Kleine Straße rein, ne? So, und dann färben wir das schön gelb, dass da die Industrie sich anpflanzen kann. Hier vorne machen wir noch mal ein bisschen blau. Das ist ja auch noch gefragt. Und jetzt ist auch sogar das Grüne wieder gefragt, ne? Nee, das wollten wir ja freilassen, damit wir irgendwie so einen Arzt und sowas da noch hinsetzen können. Genau. Okay, dann nicht. Aber Strom fehlt immer noch. Die müssten sich da wohl mal schneller drehen. Wie sieht's denn mit Strom jetzt so aus? Das ist verbunden, aber hier ist nichts verbunden. Okay. Das bedeutet, wir sollten da vielleicht noch eine Straße machen. Da haben wir eine vierspurige, ich glaube ja, vierspurig mit den Baumreihe in der Mitte, die können wir ja hier noch verlängern. Machen wir hier rein, denke ich mal, bis dahin. Und dann hört die auf. Und na, wir können sie noch da ziehen. Das würde auch gehen, ne? Ein Haus muss leider dran glauben, weil das sonst nicht passt. Wir können es so machen, aber das wäre jetzt... Was passiert denn, wenn wir nur zweispurig bauen würden? Ich glaube, das geht. Machen wir so. Hier so rein. Passt. Das gleiche in diese Richtung machen wir auch. Können das aber auch so gestalten, dass wir das so machen. Bis dahin und da zurück. So lassen wir es. Vielleicht würde da sogar jetzt noch die Reihe Windräder dann hingehen. Da müssen wir mal gucken.
Ja, jetzt gehen die da auf jeden Fall hin, dann wieder. Ach, eigentlich können wir die da so oder so hinmachen. So, schön da dran. Da ist noch die Straße da im Weg. Und dann geht nichts mehr. Gut. Passt. Sieht doch ganz gut aus, oder? Kommerz ist gefragt. Kommerzen wir noch ein bisschen. Hier können wir jetzt die Felder auf jeden Fall noch weiter zubauen. Und die beiden auch noch. Hier. Industrie rein. Gute Frage, ne? Haben wir jetzt keine Anbindung gemacht? Nee, dann da lieber nicht. Hier machen wir große Häuser hin. Die sind dann auch nicht so laut, ne? Hier müssen wir noch warten, da muss noch was passieren. Hier im Hinterhof. Können wir das schon mal machen. Wie sieht's mit der Versorgung aus? Okay, die haben jetzt alle Strom. Wasser ist wahrscheinlich noch hier ein Problem. Genauso sieht's aus. Da. Ich glaube, wir müssen noch einen Tacken weiter nach hier. Das ist erledigt. Und dann machen wir es so und fertig. Ist das angebunden? Ja. Hier hat es gebrannt. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier noch die anderen Sachen machen, ne? So wie eine Feuerwache und sowas. Ich dachte, das war der Arzt. Würde sich hier eigentlich anbieten, ne? Okay, dann fehlt's da. Ich muss mal rauszoomen, um zu gucken, wie groß es wird. Also da ist schon ziemlich viel abgedeckt. Das bedeutet, wir brauchen nur am Ende eine kleine. Feuerwache da reinmachen. Zur Unterstützung hier. Hier die letzten Häuser, die brauchen irgendwie eine Feuerwache. Ich glaube, da geht's ja auch hin, ohne was abzureißen. So. Das sieht doch ganz gut aus. Da fehlt Wasser. Ja, stimmt. Passt. Jetzt kriegen die auch alle Wasser. So, das Häuschen, das sollten wir vielleicht mal einmal abreißen. Kann ich jetzt nicht in dem Modus abreißen. Interessant. So. Okay, dann haben wir schon wieder ein bisschen was gebaut hier. Wir können wieder wachsen. Nehmen auch mehr ein. Sind auch glücklich, die Leute. Ja. Straßenmäßig sind wir jetzt nicht irgendwie unterwegs. So, da fehlen ganz viele Arbeiter. Ich habe jetzt nichts an, ne? Nein. Die brauchen Ungebildete vor allem. Ja, die sollten wir auch hier, wenn, eigentlich haben, oder? Ziehen ja immer welche ein. Das sind ja auch welche, ne? Ne, ist ein Restaurant. Okay. Aber es gibt Möglichkeiten, dass die noch wohnen, bauen. Hier unten fährt die Feuerwehr gerade. Ne, Krankenwagen sind das, ein Einsatz. Das muss irgendwo ein Großprojekt sein. Oh. Hier sieht's ganz schlecht gerade aus, ne? Tja. Die Industrie will hier keine haben, oder? Wie sehe ich das? Und da habe ich natürlich die erwischt, die noch gut war, ne?
glaube, das ist auch Ölindustrie, kann das sein. Da ist was abgefackelt. Hier haben zu wenig Arbeiter, das ist das Problem. Würde ich mal sagen, weil hier blinken ja noch überall die Arbeitskraftmangel. Das bedeutet, wir müssen noch mehr daran arbeiten, dass wir Arbeiter kriegen. Okay, ich reiß die jetzt hier alle ab, aber wir gehen ja auch von alleine weg, ne? Gut, lass uns dann... Obwohl, hier steht nicht, dass da was es fehlt. Kommerz ist ja... Ah, jetzt kommt auch das Grüne hoch. Hier ist irgendwie... Doch, da haben wir den Platz gelassen für eine Straße da rein. Aber eigentlich müssten wir das hier machen, vielleicht. Da können wir auch noch definitiv eine Straße reinbauen. Aber welche, ne? Aber wir kommen schon von hier aus, denke ich mal, da erstmal rein. Das ziehen wir hier lang. Machen wir hier so eine Straße. Da schließen wir erstmal. Dann gehen wir hier hin und dahin. Da lang. Da lang. Ist zwar jetzt nicht so schön, weil, ne? Aber passt schon, lassen wir so. Ich sehe schon, da ist gerade so eine Dingens, wie heißt es? Eine Stromgeschichte drinne. Und die brauchen wir nicht, weil hier eine Verbindung besteht, ne? Dann würde ich mal sagen, reißen wir das auch weg. So. Und dann machen wir da Wohngebiete hin. Hier machen wir groß. Und hier auch. Da auch. Da kommt Kommerz hin. Da nicht mehr. Das machen wir später. Hier können wir nochmal groß einsteigen. Und da auch. Und den Rest machen wir klein. So, genug Wohnraum da, oder? Jetzt habe ich eine falsche Taste gedrückt. Na, jetzt muss ich da erstmal wieder wegkommen. So. Ich weiß gar nicht, welche das war. So, das haben wir gebaut. Da muss Wasser bestimmt hin. Geht sich nicht ganz aus hier. Weiß nicht, vielleicht meckert ja so keiner. Müssen wir mal gucken, ne? Je nachdem, wie es da hinkommt, ne? Strom sollte von alleine gleich kommen. Ja, das passt ja schon. So. Noch mehr Bewohner. Ist die Frage, ob wir hier noch eine Verbindungsstraße machen sollten. Oder nicht. Können das auch als Einbahnstraße machen, ne? Auf jeden Fall die Zufahrt- und Abfahrtstraße vielleicht. Müssen wir mal dann überlegen, wenn es soweit ist. Noch sieht es ja ganz schick aus. Wie sieht's hier aus? Ah, denen fehlt immer noch der Arbeiter. Hier ist noch nicht fertig, ne? Müssen wir auch noch, können wir auch noch machen, ne? Genau. Gut. Okay. Ja. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.